Heute geben wir mal wieder grossmütiges Waffeleisen aus. Nämlich heute gibt es Waffeln. Waffeln gibt es meistens in süßer Form, aber heute interpretieren wir sie mal salzig. Waffeln sind eigentlich Oblaten in einfachster Form, was aus Wasser und Mehl besteht. Unsere katholischen Freunde kennen das aus der Kirche. Nach der Erstkommunion überkommen sie nämlich das. Heute machen wir Omas salzige Waffeln mit Bauernhammer und Senfrelish. Wir brauchen dafür Bauernhammer, Käse, Schnittlauch, Eier, Milch, sauren Halbrahm, Öl, Mehl, Backpulver, Butter, Zitronen, Senf, Essiggurken, Silberzwiebeln, Maiskölbli, Weisswein-Essig und Salz und Pfeffer. Für unseren Waffelteig fangen wir an mit ein bisschen Mehl. Tun wir das ab in unseren Küchenmixer. Dann so wie ein Esslöffel Backpulver. Dann lassen wir doch den schon mal an. Der schwächste Stufe. Dazu geben wir 20 Gramm Butter. Ein bisschen Sauerrahm. Dann ein bisschen Milch, darf auch nicht fehlen. Und 4 Eier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Und einen kleinen Schuss Sonnenblumenöl. Jetzt habe ich hier noch ein Schnittlauch. Den tun wir noch schnell fein hacken nebenbei. Das ist ein Bund. Und den gebe ich dir auch noch dazu. Voilà, dann geben wir da ein bisschen gut sein. Nachdem sich die ganze Masse schön verrührt hat, geben wir noch unseren Käse dazu. Hier raffeln wir ca. 30 Gramm rein. Schön. Ja, jetzt hier grünen Käse genommen. Ich könnte auch gut Appenzeller nehmen. Oder Emmentaler, je nach Geschmackslaune. Gut, dann haben wir das. Nochmal schnell einmal runter. Schnell durchrühren lassen. Perfekt. Und jetzt können wir eigentlich schon das Waffeleisen einstellen. Dass es nachher ready ist und heiß ist. Und gehen Richtung Senfrelish. Für unseren Senfrelish nehmen wir einen schönen grobkörnigen Senf. Dazu geben wir mal 2 Esslöffel Essig, Weisswein-Essig. Ein Spritz Zitronensaft. Und dann habe ich schöne Gürkli. Die tue ich gerade in Würfel fein, in Würfel schneiden. Dann passt das hervorragend zu unserer Bauernhammer. Dann tut das einfach schön zermischen. Schön, gibt es schnell probieren. Ah, geil. Perfekt. Das Waffeleisen ist heiß, dann haben wir das schon ein bisschen eingefettet. Und jetzt machen wir schon unsere Waffeln raus. Gut, nehmen wir da.
kann schön verteilen. Und oben zu. Dann könnt ihr hier oben ein bisschen göxteln. Es dauert sicher 4 Minuten. Aber am Anfang schnell zulassen. Ich bin schon so neugierig. Ich wollte schon göxteln. Ich lasse jetzt mal sein. Ah, schau, es kommt schon leicht auf. Gut, perfekt. Voilà. Sobald die Waffeln die Farbe haben, angenommen, dann sind die Waffeln gut. Dann nehme ich die gerade so raus. Mache schon die nächste. Voilà. Dann das Götzchen. Dazu machen. Nebenbei schneide ich schnell noch ein bisschen Maiskölbchen in Streifen. So wie Silberzwiebeln. Die Zwiebeln halbiere ich einfach nur halbieren. Gut, jetzt läuft es. Dann bestreiche ich die Waffeln schon mit unserem Senfrelish. Perfekt. Nehme die Bauernhamme, belege das. Dann kommt dieses Garnitürli oben drauf. Pfeffer. Ganz wenig Salz, weil Bauernhamme hat ja auch schon relativ viel Salz. Was ist denn die? Voilà, die ist ja schon ready. Ich habe zu viel rein da, macht nichts. Nehmen die oben drauf. Nehmen die Seite auch noch mit Senfrelish bestreichen. Oben drauf. Voilà, und hat das perfekte Sandwich. Voilà, boom! Mm. Macht Freude. Mm. Jetzt gehst du in die Grossmutters Keller runter, schaust, dass du das Waffeleisen findest und viel Spass beim Nachkochen. Für weitere Informationen gehst du auf thefoodstory.ch, like uns auf Facebook und folge uns auf Instagram. Ciao zusammen!